Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Kristalledition. Wir sind hier im Pokémon Center von Dukatia City und ich habe Turmalin ein wenig trainiert. Um genau so ein ganzes 20 Level. Und es ist kein Kopfnuss, weil man die TM im Supermarkt kaufen kann. Und wir alle wissen, dass Dukatia City Supermarkt, Dingsens, Kaufhaus, Einkaufszentrum ist der Sponsor dieses Let's Plays. Also von daher immer schön noch einkaufen. Und ja, es hat Steilwurf gelernt. Die einzige Gesteinsattacke, die es lernt. Deswegen haben wir ihm Steinhagel vererbt. Aber man sieht schon die beachtliche Verteidigung. Ansonsten ist immer noch alles beim Alten. Donner entwickelt sich in 7 Leveln, by the way. Und es ist Tag. Ich mag es, wenn Tag ist. Aber jetzt wird es Zeit für uns, in neue Gestade aufzubrechen. Ey, lass mich durch. Käferturnier. So. Ich gebe dir mal eine Gegengiftbeere. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, dass uns einfach irgend so ein Käfer-Pokémon vergiftet. Hi. Heute ist Dienstag. Das ist korrekt. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Klar. Oh oh. Du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Onix auswählen, dein erstes Pokémon. Bist du damit einverstanden? Ja, klar. Gut, wir passen währenddessen auf deine andere Pokémon auf. Hier sind die Parkbälle für das Turnier. Dankeschön. Wer das stärkste Käfer-Pokémon fängt, hat gewonnen. Du hast 20 Minuten Zeit. Wenn du keine Parkbälle mehr hast, ist das Turnier beendet. Du darfst das letzte Pokémon, das du gefangen hast, behalten. Los, fang das stärkste Käfer-Pokémon, das du finden kannst. Wie einfach die Sätze hier mal gehalten sind, ne? Ich will nichts von diesem Gras. Wir alle wissen, die guten Pokémon sind im oberen Gras. Hallo, Smetbo. So ein Smetbo ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man ihn trifft. Sehen wir es positiv, jetzt können wir nicht mehr vergiftet werden. Wir sind eh scheiße langsam. Na, schauen wir mal, ob wir das mal befangen können. Denn eigentlich kann das mit uns nicht so viel. Da sind wir relativ safe. Okay, die Konfusion können wehtun. Ja, das geht. Und wir sind verwirrt. Na, das habe ich doch gerne. Alter, dieses Mappo, ne? Das ist so dieses andere nervig. Ach. Ich glaube, eher gehen uns die Bälle aus, als dass wir es fangen. Ist doch nicht wahr. Ich wollte gerade sagen, unter uns, wir verlieren das Smetbo, weil es nicht mit Verzweifler selbst besiegt, aber wahrscheinlich würde es uns eher mit Konfusion besiegen. Alter, geht doch. Meine Güte. Smetbo, das Falter-Pokémon, es eilt von Blume zu Blume, ständig auf der Suche nach Honig. Es kann Blumen an deren Blüten erkennen. Warte mal, was? Steht das da wirklich so? Smetbo, oder? Es kann... Jetzt haltet euch fest, Blumen an den Blüten erkennen. Irgendwie fand Professor euch, das ist so ein wichtiger Trait von Smetbo, das muss man in Pokédex aufnehmen. Das ist Blumen, an deren Blüten erkennen kann. Und wenn wir jetzt mal alle so darüber nachdenken, das ist nichts Besonderes.
Hallo Kokuna. Oh Gott, dann können wir fliehen. Ich dachte schon, weil wir so super langsam sind. Ah, eigentlich ist es besser, einen Käfer-Pokémon mit 4 KP zu haben. Wir können versuchen, einen Sichlor mit vollen KP zu fangen. Oder einen Pinsir. Bibo dürfte auch gehen. Was uns bei Smetbo halt abgehalten hat, ist die Konfusion, die macht so viel Schaden. Aber die anderen haben keine Attacken, die es gegen uns einsetzen können. Und Paras. Auch nicht schlecht. Ich meine, wenn wir einen Sichtlos sehen, können wir da einfach Bälle drauf werfen. Oh, Level 16. Aber ich glaube, Blutzug kann auch Konfusion, oder? Das ist kein Aussetzer. Mein Blutzucker hat ein ziemlich hohes Level. Wenn wir das mit voll KP fangen, sollten wir eine ziemlich gute Bewertung kriegen. Blutzuck, das Insekten-Pokémon. Die kleinen Käfer, die es frisst, sind nachtaktiv. Daher schläft es in einem Baum, bis es dunkel wird. Na hier, Blutzucker hat bessere Werte, hat ein höheres Level und eine höhere Gesundheit. Da gibt es nicht so viel, was das jetzt überbieten kann. Damit haben wir dann hoffentlich gute Karten. Oh, ein Bibor. Ja, das Bibor ist aber nur Level 12. Nice, nehme ich. Bibor, das Giftbeam-Pokémon mit seinem Giftstacheln, überwältigt seine Beute, die es dann zu seinem Stock trägt. Ja, hier, das Blutzug ist bei weitem besser. Ich glaube, mit dem Blutzug haben wir einen echt guten Fang gemacht. Das wird schwer, das irgendwie zu übertrumpfen. Da muss uns schon irgendein Sichlor begegnen. Oder ein Pinsir. Pinsir und Sichlor, die sind, glaube ich, gleich gut von der Wertung her. Sache ist nur finden. Und dann hoffen, dass es in einem dieser 11 Pokébälle drin bleibt. Paras. Na, ist auch nur Level 11. Also 16 ist schon ein verdammt gutes Level. Hallo, Hornleo. Wenn das so mit dem Giftschache so hin und her wackelt, finde ich das so ein bisschen, als würdest du winken. So, hallo, hier bin ich. Töte mich, ich bin ein kleines schwaches Hornleo. Saftkorn. Level 14, da ist Blutzug immer noch besser. Also das wird verdammt schwierig für uns, das zu überbieten. Und ein weiteres Hornleo. Ha, mir war mal so, als wenn die selteneren Pokémon hier oben in hohem Gras wären, aber bis jetzt haben wir noch keinen Pinsir oder Sichlor gesehen. Parasite 15 ist auch nicht schlecht. Aber Blutzug scheint seltener zu sein. Ich glaube, wir sind bis jetzt mehr Paras begegnet als Blutzug. Hier schon wieder eins. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Boah, ich habe jetzt auch nicht unbedingt Bock, jetzt die ganze Zeit hier noch nach einem seltenen Pokémon zu suchen, was wir eh nicht benutzen. Und so, es ist ja nicht so, als wenn wir es unbedingt brauchen. Unsere Siegeschancen sind ja schon recht gut. Ja. Wohl im 17. Mal gucken. Dann gewinnen wir einfach mal mit dem Hornli auf Level 17. Sag mal, ist das irgendwie ein Glitch, dass man Pokémon mit vollen KP leichter fangen kann? Hornli, das Raub-Pokémon, der Stachel auf seinem Kopf enthält ein starkes Gift. Es setzt das Gift ein, um sich zu schützen. Naja, Blutzug ist besser. Aber wenigstens kann man sich hier den Pokédex gut füllen. Oh, auf Level 18, wow. Was haben wir hier? Den Raupi. Ich glaube, ich gucke gleich mal unten im Gras, was wir da noch finden. Hallo, Pinsir. Na, dich sehe ich doch. Hätte mich auch gewundert. Ja, der Klammergriff könnte ein bisschen gefährlich werden, weil der Fixschaden macht. Außerdem ist die Animation nervig. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich wünschte, man könnte solche Attacken wie Klammergriff oder so von der Animation her ausstellen. Oder so Feuerwirbel und sowas. Das wäre cool. Na, blödes Pinsir, bleibt drin. Naja, entweder fangen wir es oder uns geht die Bälle aus. Eins von beiden. Ich weigere mich, diesem Pinsir auch nur einen Kratzer zuzufügen. Das könnte unsere Wertung ruinieren. So viele Bälle haben wir ja nicht mehr. Stell dir mal vor, wir fangen das mit vollen KP und dann ist es immer noch schlechter als das Blutzug. Was durchaus passieren kann, weil Blutzug immer noch das höhere Level hat. Aber ich denke, mit einem Pinsir mit vollem KP sollten wir ziemlich gute Chancen haben. So schlecht werden unsere Chancen dann nicht sein. Haha, es geht doch. Pinsir, das Kneifkäfer-Pokémon, sinkt nachts die Temperatur, sucht es sich ein Versteck in Baumkronen oder unter Wurzeln. Na, wir behalten Blutzug. Das Item können wir später holen. Hi. Du hast noch 8 Minuten. Möchtest du jetzt aufhören? Ja, wir sind gut. Gut, warte bitte hier auf die Bekanntgabe der Sieger. Wir bewerten nun deine gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Capertill mit einem Kokuna. Mit einer Punktzahl von 319. Zweiter wurde Sefi mit einem Blutzug. Hätten wir mal doch das Pinsir abgenommen. Der Gewinner des Käferturniers ist... Pokéfan William mit einem Smetbo. Ja, hätten wir mal das Pinsir genommen.
mal, dann werden nützlich ein Ewigstein. Nein, kein Spaß auf den Blutzug. Hier ist Onkel Angelo. Wer ist Onkel Angelo? Versorgst du deine Pokémon auch gut? Behandelst sie gut? Sie sind deine Kameraden. Gestern ist mir ein wildes Knopfenser direkt von den Augen meines Sohnes entwischt. Ich war darüber verärgert, bis er seine Pokébälle mit mir geteilt hat. Haha, du hast mir den Tag gerettet. Ich meine, das hat mir den Tag gerettet. Rufst du manchmal auch deine Mama an? Nein. Wie dieses Blutzug einfach mal ein Hornio-Icon hat, ne? Was kann es denn? Wow. Armes Turmalin, dafür hast du so gelitten. Denn im Gegensatz zur späteren Generation ist der Ewigstein hier wirklich nutzlos. Der verhindert zwar Entwicklung, aber man kann ihn nicht zum Züchten einsetzen. Keine Sorge, wir nehmen es gleich wieder ab. So, mitnehmen. Da ist es. Eigentlich müsste es jetzt geheilt sein. Tata, geheilt. So, danach kommt der hoch und dann geht's wieder da rein. Da. Gibt's nämlich noch ein Paraheiler. Aber hier gibt's noch mehr. Au, au, au. Ich fahre hier überall gegen. Ich mag es nicht, überall gegenzufahren. Aber es lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden. Hier gibt es TM28. Und das ist immer noch Schaufler. Können wir gleich mal Turmalin beibringen. Hat eine Bodenattacke. Ja, bitte. Tackle. So. Das Mysterium war auch geklärt. Jetzt haben wir ein Boden-Pokémon mit einer Bodenattacke. Sehr schön. Das ist hier in der zweiten Generation ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, Sandan lernt hier Level-Up technisch auch nichts. Ich meine, nicht mal Onix lernt Level-Up technisch eine Bodenattacke. Doch, ich glaube, es ist ein Erdbeben. Oder? Ich glaube, es lernt Erdbeben. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Auf der anderen Seite, so viele Bodenattacken gibt es hier, glaube ich, auch gar nicht. Okay, stürzen wir uns ins hohe Gras, wir sind Trainer. Und dann trainieren wir hier noch ein bisschen. Die Trainer nehmen wir mit. Ist doch selbstverständlich. Wow, das Reittier ist erst noch 14. Nimm das! Ich hätte schön gefunden, wenn sie verwirrt gewesen wäre. Dann nimmt es einfach mal eine Beere zu sich. So. Dein Pokémon wurde besiegt. Hi. Hat die nicht? Ich glaube, die hat einen Tragosse und einen Myropla. Wenn ich mich recht entsinne, hat sie das. Das war schon mal korrekt. So, wir haben mittlerweile Feuerschlag, also auf geht's. Finde ich witzig, dass sich dieses Attacken-Setup von Donnerschlag, Eishieb, Feuerschlag und Kreuzhieb eigentlich nicht geändert hat, großartig. Über die Generation. Ich meine, die Elementarhiebe sind zwar physisch geworden, aber da hat Electek dann zu dem gleichen Zeitpunkt auch eine physische Weiterentwicklung gekriegt. Als wenn es geplant gewesen wäre.
So, weg mit dir. Da unten ist auch noch einer. Also ich glaube, zwei sind hier doch tatsächlich noch. Und ein wildes Pokémon. Ein Nidoran. Oh, hier gibt's Nidorans. Ja, Nidoking ist am Ende auch Boden. Genau wie Stalos. Außerdem hatten wir in Gelb schon ein Nidoran männlich und wir hatten in Let's Go Evoli ein Nidoran weiblich. Nidoran ist eigentlich mehr so ein Kanto-Pokémon. Und das aus gutem Grund. Ich glaube, Nidoran ist mit Abstand eines der besten Kanto-Pokémon. Vor allen Dingen am Anfang. Weil ich finde, einfach würde ich sogar sagen, dass Nidoqueen sogar noch ein Dacken besser ist, weil es relativ früh Body Slam lernt. Und für damalige Verhalten, selbst nach heutigen Maßstäben, ist Body Slam noch eine gute Attacke. Die Attacke ist gut gealtert. Hat er da einen Meisterball? Oh, der hat ja auch einen Miraplor. Ach, nehmen wir wieder Feuerschlag. So. Ja, mit Volleyball kommen wir auch klar. Dann nehmen wir einfach wieder ihr Schlag. Oh Gott sei Dank ging die Attacke daneben. Ich hasse den Zaun von Kreideschrei. So. Käferwettbewerb haben wir. Wir können die Bären da oben wieder einsammeln. Weil Eisbären ja auch so stark sind. So, wieder aufs Fahrrad. Damit geht's immerhin ein bisschen schneller. Route 37. Hier waren wir noch gar nicht. Endlich mal wieder neu gestartet, Alter. Ich bin Slide Ducat hier zu sehen. Und trotzdem müssen wir da gleich nochmal wieder hin. Dann nehmen wir Donnerschlag gegen. Also Kreuzhieb kann man Elekid jetzt nicht unbedingt noch beibringen hier. Also rein theoretisch betrachtet kann man das schon. Ich glaube nur nicht, dass es den Aufwand wert ist. Man kriegt ja das, wenn man aus dem Kuriosa ein Elekid rauskriegt, was immer weiblich ist, so wie unseres. Und dann sich das Macholo tauscht mit einem männlichen Abra und man ein männliches Macholo kriegt und das dann auf, keine Ahnung, in den 40er-Bereich trainiert, dann kann man Kreuzhieb vererben. Aber dann muss man erstmal das Macholo in, keine Ahnung, im 40er-Bereich trainieren und man muss das kleine Elekid erstmal entwickeln. Ich weiß nicht, ob man das rechtfertigen möchte. Ne? Aprikokus. Und Kurt hat immer noch unsere Aprikoko weiß. Oh, der Beutel ist voll. Unser Beutel ist voll. Was haben wir hier für Schrott drin? Meine Güte, so viel Schrott haben wir ja gar nicht. Müssen vielleicht nur mal ausmisten. Ein Taubsi. Du willst auch noch kämpfen. Das weiß ich ganz genau. Aber ich finde es auch interessant, dass man hier auf der Route die Trainerposition ein bisschen verändert hat und hier noch Trainer hinzugefügt hat. Als wären auf dem kurzen Fleck nicht schon genug Trainer. Hallo Traumato. Dieses Traumato benutzt Hypnose.
Vielleicht können wir es ja verwirren. Alle von Elekids Attacken haben Zusatzeffekte, ne? Ha, es ist verwirrt, sehr gut. Aber wenigstens trifft es nicht. Ich meine, Feuerschlag kann einfrieren, gefrieren, verwirren und paralysieren. Das ist ziemlich gut. So. Teak City. Hier so eine traurige Musik. Hi, ich bin Bill. Und wer bist du? Sefi, du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel in der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden Zeitkapseln in allen Pokémon-Zentren zur Verfügung stehen. Ich muss zurück nach Dukatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss! Naja, erstmal heilen. Und dann gehen wir dann schließlich zurück nach Dukatia City und besuchen Bill bei seinen Freunden, die er gerade besucht. Aber erstmal machen wir eine klitzekleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, wenn wir nach Dukatia gehen und Bill besuchen. Danach geht's hier in Teak City weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.